Ich blicke zu Ramin an. Muss ich euch den Widerspruch hier erklären oder kommt ihr selbst darauf? Nun, nach dem, was in dem Brief stand, sind über 1000 kampffähige oder zumindest motivierte Leute hier, die sich dem Kampf gegen Paligan anschließen wollen. Ich denke, eine der Sachen, die wir angehen könnten, wären, diesen Widerstand zu organisieren und diese Leute auf entsprechende Schiffe zu bringen, wenn sie nicht ohnehin schon einem Schiff zugeordnet sind. Vor allen Dingen müssen wir ihnen beibringen, wie man auf Schiffen kämpft. Das ist eine andere Kriegsart als an Land. Ja, ich denke, wir sollten auf jeden Fall herausfinden, was sie können. Denn nur weil sie kämpfen wollen, heißt das nicht, dass sie auch dazu besonders gut in der Lage sind. Ja, das ist das, was ich festgestellt habe. Wie gesagt, ich habe grob 3000 Menschen hier gezählt. Vielen wurde Arbeit überantwortet und auf Nachfrage haben sich ganz grob 1000 Menschen auch dazu entschlossen, dass sie zur See fahren und Abenteuer erleben würden, dass sie ihr Leben euch anvertrauen. Also typische Helden, würde ich sagen. Wir hatten vor ein paar Tagen auch die Seeadler von Beilung hier. Ich sprach mit dem Kapitän und er hat sich grob 60 neue Ruderer mit meiner Erlaubnis an Bord bringen lassen. Sie waren wie gesagt freiwillig und er hat versprochen, dass er sie gut ernährt. Nun, ich denke, dagegen ist nichts zu sagen. Hier sind die Götter wissen genug Leute auf einem Haufen. Ich denke auch. Ist Kiaras Karinor noch hier? Nein, ist er nicht. Die anderen beiden Schiffe allerdings schon. Er hat gesagt, dass er wohl mit einem Schiff... er möchte Pionierarbeit leisten und... Aufklärung betreiben. Und ich hatte zwar gehofft, ihn hier zu treffen, aber war nicht wirklich davon ausgegangen, dass er tatenlos lange hier sein würde. Nun, er ist ein Abenteuergeist, so wie ihr auch. Bleibt nicht lange an Ort und Stelle. Gut, was denkt ihr? Sollten wir uns darum kümmern, unsere Flotte zu organisieren? Was ist das Wichtigste, was wir tun sollten, während wir hier sind? Wir werden natürlich wieder einmal nicht lange bleiben, aber was ist in dieser Zeit zu tun? Wir müssen uns mit den verschiedenen Kapitänen an den Tisch setzen und von jedem von denen zumindest ihr Wort dafür nehmen, dass sie dem Bund beistehen werden und somit den Anfang einer Organisationsstruktur stellen. Gut, also setzen wir auf die Liste, die Kapitäne auf den Bund der Wogen einzuschwören. Wir wollen nicht nur einen Haufen Schiffen unter selber Flagge haben, wir wollen eine organisierte Struktur haben und das müssen wir hier und jetzt aufbauen, während wir alle an einer Tafel haben. Ja, es gab ein wenig Kompetenzgerangel mit dem Kapitän, der Wille des Patriarchen. Er reagierte etwas allergisch, als ihr mich mit Capitania anspracht. Ich denke... Wir sollten darüber nachdenken, mich als Admiralin zu bezeichnen, damit solche Missverständnisse nicht mehr vorkommen. Darf ich euch diesbezüglich einmal den Ratschlag geben, dass ihr tatsächlich mit der erwähnten Jella Guriek sprecht? Sie verwaltet zurzeit für euch das Effordhorn und sie würde entweder euch begleiten oder aber die anderen Schiffe würde euch allerdings auch persönlich das Effordhorn überreichen. So wie von dem guten Angorsho angekündigt. Zudem habe ich Wulfhelm Tannhauser hier geführt. Das ist der Erzabt der Drakoniter, der verantwortlich ist für die Zirkelkongregation Nordlande. Er ist auch hier und die geweihte Dulia ist eine Reihe Geweihte, die wohl in Festum von hierher gekommen ist. Haben denn die Hüter der göttlichen Gaben inzwischen einen Tempelvorsteher benannt? Für den Tempel der göttlichen Stute? Nun, bisher noch nicht. Ich gehe allerdings davon aus, dass Dulje diese Aufgabe übernehmen möchte, wenn ihr sie denn lasst. Es ist eure Stadt.
Ich denke, es ist gut, wenn sich provisorisch jemand um den Tempel kümmert. Und vielleicht wird es den Metropoliten gefallen, sie irgendwann auch offiziell zu ernennen. Ich bin froh, wenn jemand vor Ort ist, wenn ich nicht hier sein kann. Einen Moment, draußen gibt es etwas Unruhe. Lasst mich das einmal kurz klären, während ihr hier... Ich bin gleich wieder da. Nun, Capitania, unsere Vorräte an Tränken sind erschöpft. Daran werde ich mich kümmern müssen. Ebenso einige andere Alchemiker. Ebenso einige Vorbereitungen. Ich habe noch eine oder zwei Angelegenheiten mit der Diamantis zu besprechen. All dies wird ein paar Tage brauchen. Mindestens eine Woche, um genau zu sein. Ich denke, nun, da wir jetzt in Lanka angekommen sind, können wir uns die Woche nehmen. Vor allem brauchen wir jene, um unsere Angelegenheiten hier zu klären. Ebenso, wenn wir mit anderen Orten korrespondieren wollten, was die Anpeilung dieser magischen Störung angibt, werden wir Zeit brauchen, die Nachrichten hinauszuschicken und wieder zurückzubekommen. Gut, dann wollen wir uns das als zeitlichen Rahmen setzen? Eine Woche? Schauen wir erst einmal vorübergehend einen zeitlichen Rahmen, würde ich sagen. Wie sich die Dinge eben wandeln können. Boltax. Ja, natürlich. Boltax, gib mir mal bitte eine Gassenwissenprobe. Spezialisierung Häfen würde ich erlauben. Hast du wahrscheinlich nicht. Das ist eine, Hast du eine andere Spezialisierung? Ortseinschätzung! Ortseinschätzung, klar. Hast du eine andere Spezialisierung, würde ich auch erlauben. Ich glaube, ich habe Gassenwissen gar nicht. Mensch! Gassenwissen ist ein Basistalent, oder? Weiß ich nicht. Ja, doch, ja, es ist ein Gesellschaftstalent, da ist es. Okay, gucken wir mal. Oh, es geht so. Ja, dann würfelt Xan, dann würfelt der Zwerg mal dagegen. 19, wird auch nicht gut, hat auch kein Gassenwissen. Okay, dann wirst du nach, du verfällst dann irgendwann so ein bisschen in Schnaufen, deine Lunge sticht ein bisschen und du kannst unzählig viele Schiffe erkennen. Du erkennst auch die Aviander, bist dann kurz hingerannt, hast dann aber auch wohl gesehen, dass die zahlreichen Schiffszimmerleute nicht anwesend sind und Angroschminia ist wohl nicht da. Sie wird wohl auf irgendeiner anderen Talucke sein. Du bist dir nicht genau, wie eine Talucke aussieht, bist dir nicht ganz sicher. Irrst dann weiter umher und siehst dann auch wohl, wie Xanbar da rumläuft und ruft. Und dann bist du auf dem vierten, fünften Schiff und kannst dann sehen, wie gerade Angroschminia aus dem Bauch des Schiffes herauskommt und Öl verschmiert, dreckig, sich gerade so ein bisschen über ihre Stirn streift, wischt sich den Schweiß aus den Augen und kommt dann auf dich zu. Goldax, da bist du. Oh. Meine Liebe, ich bin sofort zu dir gekommen, als ich wieder in der Stadt war. Es ist so schön, dich zu sehen. Ich muss dir so viel erzählen. Ich hab dich vermisst. Ich hab dich auch vermisst, deshalb bin ich ja so schnell gerannt, wie ich konnte. Ja. Man sieht die Schweißperlen. Ist alles okay? Ja, natürlich. Das muss ich dir erzählen. Diamantis hat geheiratet und da habe ich gedacht, wir sollten langsam unsere Vermählung auch vorantreiben. Was meinst du dazu? Haben ja jetzt schon... Wenn du möchtest, Die schönen Ringe und, natürlich möchte ich, aber wir müssen das in einem schönen Rahmen machen. Ich werde mir etwas Tolles überlegen, eine wundervolle Zeremonie, nicht so kitschig wie bei Diamantis, obwohl, das war schon ganz davon, nett. Davon musst du mir mal erzählen, also wenn Diamantis jetzt auch unter der Haube ist, ich hatte jetzt noch angenommen, dass wir uns ein bisschen Zeit lassen, wenn du möchtest, vielleicht nach dem Jahr der Fluten, aber wenn du das vorziehen möchtest, können wir das machen. Ja, ich denke auf jeden Fall. Das wäre, normalerweise sind wir Zwerge ja etwas ruhiger und bedachter. Das ist mir durchaus bewusst, aber das Jahr der Fluten rückt halt wirklich näher und jede feurige Verbindung setzt dem etwas entgegen, nicht wahr? Ja, du hast recht. Ich meine, ich habe ja auch meine Baronie verloren und da ist schon eine ganze Menge passiert. Leben oberirdisch ist schon, da passiert immer eine ganze Menge mehr, als wenn man sich im Berg versteckt. Das ist richtig, die Zeit zieht hier vorbei, gewissermaßen. Ja. Es ist nicht so gemütlich wie sonst immer. Ja. Und manchmal muss man dann einfach Nägel mit Köpfen machen. Und ihr seid gerade erst gekommen?
Ja, hast du Xanbat schon kennengelernt? Er und seine anderen Zwerge? Die sind auch hier. Hast du das Schiff von denen gesehen? Das ist... Also, die haben jetzt eine Seeadler von Xorlosch. Das läuft alles mechanisch. Ein wunderschönes Schiff. Das muss ich mir mal anschauen bei Zeiten. Vielleicht können wir ihn ja auch zu unserer Hochzeit einladen. Ja, wenn du möchtest. Also, können wir gerne machen. Ich finde ihn total nett. Er ist total nett zu mir und ich bin, wie gesagt, gerne auch an seinem Schiff und er lässt mich da einmal an den ganzen mechanischen Apparaturen rumschrauben. Ich darf das immer ein- und ausbauen. Und das ist schon wirklich, also auch die anderen Zwerge, die er dabei hat, das macht total Spaß, dass man wieder mit den ganzen Angrosche unterwegs ist. Die kommen zwar nicht aus einer Binge oder sowas, sondern alle dann aus Valusa, aber die haben mir von dem Feuerturm erzählt, vielleicht können wir ja da heiraten. Was hältst du davon? Wir heiraten am Feuerturm von Valusa. Das wäre eine tolle Idee. Da können wir gerne auch Max Sandbad einladen. Das findet er bestimmt gut. Richtig, dann frage ich ihn doch gleich mal. Wie sieht er denn aus? Xanbat? Ah, ja. Er hat mich immer so ein bisschen an dich erinnert. So stattlich und mit seinem Bart. Na gut, deiner ist mittlerweile gar nicht mehr so lang. Seiner ist schon ein bisschen länger. Aber er hat viele Muskeln und ein paar Tätowierungen. Er läuft meistens oben ohne rum, sodass man seinen stattlichen Bauch einmal sehen kann. Ja. Und er hat so eine große Axt dabei. Mann, die war gut geschmiedet, muss ich sagen. Das kann ich mir vorstellen. Also nichts im Vergleich zu meinem Titanium-Dolch, aber naja, ich gehe ihn mal suchen und frage ihn wegen dem Feuerturm. Ja, mach das. Ich bin auch grob in einer Stunde bin ich wieder drüben auf seinem Schiff. Super. Dann würde ich vorschlagen, wir treffen uns dann doch alle gemeinsam dort und trinken ein Bierchen und reden über alles. Ja, genau, machen wir. Falls du ihn vorher findest, wie gesagt, schöne Grüße und dann bis gleich. Ja, alles klar, bis gleich. Eine weitere Gassenwissenprobe. Ob du Xanbat vor Angroschminia findest. Du hast doch gesagt, der läuft hier rum. Ja, also der läuft hier rum. Der ruft doch, aber der ist halt weiter, weil er sie nicht gefunden hat. Hier ist alles voll mit Schiffen. Okay, alles klar. Ja, das wird geschafft. Okay. Ja, du läufst dann wieder an den beiden Effort-Tempeln vorbei und kannst dann in einer der... Ich würde gerne noch zwei Bierchen holen. Ja, vor der Schenke Effortglück, wo auch Bier ausgeschenkt wird, kannst du ihn dann herumlaufen sehen, wie er gerade wohl von einem Schiff kommt und ebenso abgekämpft aussieht wie du. Ja, ich drücke ihm das Bier in die Hand. Xanbat, wen suchst du denn? Angroschminia, immer noch. Seine Traumfrau. Hier, guck mal in den Ring. Weiß. Ja, schön. Hab ich auch. Richtig guter Ring. Sie hat gesagt, du hast eine sehr schön geschmiedete Axt. Hast du meine Axt schon gesehen? Hier, guck mal. Sehr schön. Und dass wir an dem Feuerturm in Valusa heiraten wollen, sie und ich. Du bist gerne eingeladen dazu. Und ich klopfe ihm einmal sehr freundschaftlich auf die Schulter. Würfel eine Urinprobe. Alles klar. Nicht Schauspielerei, war das. Ich wollte gerade sagen, das war ein guter Wurf, aber gar nicht so viele Punkte. Willst du einen Schicksalspunkt ausgeben? Warum? Das ist keine Punkte, wenn du die Wahrheit sagst. Ja, du kannst sehen, wie so ein bisschen sein Mund erschüttert sich so ein bisschen Bier an seinem Mund vorbei, läuft dann so ein Zeitlupe an seinem Bart entlang, siehst dann, wie die Bierperlen da so ein bisschen an seinem Bart dann aufploppen und wenn du wieder zurück an seine Augen guckst, kannst du so ein bisschen sehen, dass sie feucht sind. Das gefällt mir ganz gut. In Yol-Miamat träumte ich mir von einem erwählten Volk, Kronz, das von ihm abfiel. Ebenso sah ich den versunkenen Speer des Sturmgeborenen deutlich vor mir. Ich muss der Sache nachgehen. Brief von Toba Aikunchom, Sollpriester des Kron, an seine verschworene Klinge Alissa, dessen Schiff kurz darauf bei einem Sturm im Grund von Elim unterging, 333 vor Bosbarans Fall. Und so sitzt ihr in dem blauen Palast von Zulamin. Das Bildnis ist immer noch abgehängt, auch wenn ihr wohl sicher seid, dass sich dahinter nichts weiter befindet. Boltax ist verschwunden. Was möchtet ihr tun? Ramund ist ja auch rausgegangen, oder? Ramund hat er sich kurz wegen einer Sache verabschiedet, die wohl irgendwie draußen in der Tür war.
und würde jetzt wieder im Atrium auf euch warten. Okay. Also, wenn ihr allein sein möchtet, könntet ihr alleine sprechen. Ansonsten könnt ihr wieder reinbitten. Rumpel ist wohl noch da und dreht Däumchen. Nun, was denkt ihr? Sollten wir alle gemeinsam einen Abstecher zum Schiff machen? Nun, wir sollten nicht nur einen Abstecher machen. Wir sollten nachschauen, wie es unserem Schiff geht, unseren persönlichen Gegenständen, ob alle noch vorhanden sind an ihrem richtigen Platz. Nun, davon gehe ich aus, aber es ist schwieriger als erwartet, sich in der Stadt zu bewegen. Deswegen ist es sicher gut, wenn wir alle gemeinsam gehen. Außerdem ist es, fühle ich mich in der Kapitänskajüte deutlich besser aufgehoben als hier im Palast. Vielleicht sollten wir nicht unbedingt durch den Haupteingang gehen, sondern durch einen Hintereingang. Habt ihr denn nicht einen Schleier, mit dem ihr euch verbergen könnt? Das kann ich. Und ich habe vor, ihn zu benutzen. Was ist dann überhaupt noch das Problem? Lasst uns einfach gehen. Nun gut. Ich für meinen Teil brenne darauf, mich endlich in etwas Normalem kleiden zu können. So könnt ihr am Blauen Palast aufbrechen. Zulamin gehüllt in den Schleier und die anderen mit einigen Verweisen auf, ihr wisst nicht, wo sie ist, an ihr vorbeigehen, beziehungsweise an den Bittstellern vorbeigehen in Richtung des Hafens. Nach kurzer Suche werdet ihr dort auch auf die Avianda treffen, die an verschiedenen anderen Schiffen angebunden ist, weil kein Platz mehr an den eigentlichen Anlegestellen war. So gibt es über verschiedene Planken an Bord eures eigenen Schiffes. Oje, oje. Habe ich nur vergessen, wie sehr das alles schwankt? Oder, oh je. Oh, das wird ein paar Tage dauern. Aufpassen, ihr seid fast ins Wasser gefallen, guter Mann, guter Mann. Danke fürs Festhalten. Die See ist aufgewühlt. Als würde sie wissen, was passiert. Sie weiß, was passiert. Ihr kümmert euch darum, dass wir von anderen Orten erfahren, was diese Welle anging, ja? Hervorragend. Hi, ich werde mit Rabenmund sprechen, dass er einen Boten losschickt. Nun, hier scheint ja alles in Ordnung zu sein. Kapitän an Deck! Kapitän an Deck! Offiziere an Deck! Nun, schön euch alle wiederzusehen. Ist alles in Ordnung hier? Oh, oui, Madame. Ist alles in Ordnung, sagt man so? Oui, oui. Wir warten auf euren Befehl, wieder abzulegen, ne? Das wird noch ein paar Tage dauern. Oh, oui, Madame. Hey, Mann, Zulamin, Mann. Schön, dich zu sehen, Mann. Ebenso. Können wir was für dich tun, Mann? Nein, aber wir haben alle gewisse Dinge hier an Deck zu erledigen. Wir sind wieder da, zumindest für den Moment. Oui, Madame. Wir freuen uns, dass ihr hier seid, eh? Sagt man so? Blum lächelt. Ja, so könnt ihr vorbeigehen an all den anderen merkwürdigen Gestalten, die ihr im Laufe eurer Reise kennengelernt habt, vorbei in eure jeweils eigenen Kajüten. Die sind erst einmal so, wie ihr sie zurückgelassen habt, ohne dass ihr dort jemanden oder etwas findet, was ungewöhnlich wäre. Ich würde jetzt mal panisch nach meinem Buch gucken, nach dem Dämonikon, ob es da auch ist, wo ich es abgelegt habe. Ja, selbstverständlich, es war sonst keiner da. Puh. Um dich, Schätzchen, habe ich mir die meisten Sorgen gemacht. Streichelt ganz freundlich. Du hast kurz das Gefühl, es würde zurückflüstern. Das hat sich auch Sorgen gemacht, dass du nicht zurückkommst. Ja, dann würde ich erstmal zurücklegen und mich wahrscheinlich völlig erschöpft aufs Bett fallen lassen. Und habe eigentlich nur vor, kurz die Augen zu schließen. Je nachdem, wie lange es dauert, mal gucken. Ja, Selbstbeherrschungsprobe. Dann zu Termin. Du siehst, wie die Katzen wohl ihre sämtlichen Haare auf dem Sofa verteilt haben, in großen Bällen. Teilweise siehst du auch, wie sie wohl so ein bisschen ausgewirkt haben.
ihre ja, Felle. Und an verschiedenen Stellen in deiner Kajüte ja, haben sie ein paar Liebesbeweise gelassen. Ja, sie werden trotzdem freundlich begrüßen. Es ist ja nicht ihr Fehler. Du magst sie nur, weil sie kleine laufende Schicksalspunkte sind. Das stimmt nicht. Ja, während du dich ein bisschen umsiehst, über die Tische streifst, die so ein bisschen Staub angesetzt haben und auch mal zum Kartentisch gehst oder zu deiner Truhe, kannst du dann auch schon die ersten kleinen Halbmatrosen erkennen, die dann durch deine Kajüte laufen und auf deinen Befehl hin die Hinterlassenschaften wegmachen. Ja, dann lasse ich die erstmal aufräumen. Und was für eine Tageszeit haben wir mittlerweile? Also ihr seid zur grob 12. Stunde angekommen, dann noch ein bisschen im Palast, also 14 Uhr würde ich sagen. Okay, Zulamin hat tatsächlich nicht so viel an Deck zu tun erstmal, abgesehen von, ja, mit Leuten sprechen und sagen, hallo, ich bin wieder da. Das würde sie tun, also einmal so die Runde machen, sich vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Und dann, die anderen sind ja auch alle irgendwie in ihren Kajüten verschwunden, würde sie den Schleier sich nochmal umhängen und wieder zurück auf den Steg gehen. Ja. Und zwar ist Hassan der Einzige, dem ich Bescheid gebe. Mhm. Der wird ja sicher bei mir sein. Und ich sage dann zu ihm, ich will mich ein wenig in der Stadt umgucken. Ihr könnt nicht mitkommen, leider. Aber die Göttin wird ein Auge auf mich haben. Ich bin mir ziemlich sicher, Hassan ist der zweitunauffälligste Mensch in der ganzen Stadt. Ja, aber er kann ja trotzdem nicht folgen. Er nickt dann einfach nur. Die Göttin wird euch behüten. Sollten meine Gefährten fragen, sagt ihnen, ich bin bald zurück. Er nickt und holt dann seine Pfeife heraus, die ungewöhnlich stark nach Opium riecht. Ja, das kenne ich ja von ihm. Und unter dem Schleier geht Zulamin dann zurück auf den Steg und schlendert einfach mal am Kai entlang. Und dann siehst du... Da siehst du Boltax vermutlich auch, wie er noch in ein Gespräch vertieft ist und dann auch langsam aufs Schiff zurückkehrt. Also, er wird dich nicht sehen, aber du wirst ihn sehen, logischerweise. Gespräch mit Angroschminia oder mit wem? Nee, also das Gespräch, was davor stattgefunden hat. Also mit dem Bergenkapitän. Dann lächelt Zulamin kurz, weil er sich dran erinnert, warum du so überstürzt aufgebrochen bist. Aber spricht dich nicht an und schaut einfach mal, was die normalen Leute so tun. Also sie bleibt bei Menschengruppen stehen, also auch bei den Flüchtlingen und schaut sich aus, naja, einer Nähe, die ihr sonst nicht möglich wäre, an, wie es denen so geht in ihrer Stadt. Ja, also du bist der Meinung, dass sie, ihre Situation ist natürlich nicht sehr schön, aber den Umständen angepasst, leben sie mit der Situation so gut, wie es eben möglich ist. Und also tauschen sie eben verschiedenste Gerüchte aus. Es geht wohl viel darum, dass bald die Vesira zurück sein sollte. Andere sagen, sie ist verschollen. Das ist das, was du schon kanntest. Aber man möchte sich wohl auch als Helden an Bord verdingen. Es gibt wohl auch die Überlegung, dass verschiedene andere Schiffe demnächst so fertiggestellt sind und Mannschaften bereitgestellt sind, dass man wohl mit 3 oder anderen 4 Schiffen in die weite Welt hinaus segeln könnte. Es wird auch ein bisschen über das Meer der Finsternis gesprochen, wie mittlerweile die Blutige See wohl genannt wird. Nicht mehr nur Perlenmeer oder Blutige See, sondern Meer der Finsternis. Ja, und dass man jetzt auf einem anderen Kontinent wohl ist, nicht mehr in Tobrien oder im Bornland, sondern Aranien, das ist ein anderer Kontinent. Ja, und so werden hier verschiedenste Dinge breitgetreten. Von Geografie haben die Leute wohl nicht so viel Ahnung. Es ist halt dieser typische Gassenplausch, den man dann hält.
Es gibt dann wohl auch irgendwie Gerüchte über Prophezeiungen, irgendwie Hochelfen, die der eine oder andere gesehen haben will, oder Seeelfen. Als man dann durch den Nebel gefahren ist von Festum aus nach Süden, ist man wohl an irgendwelchen Elfenschiffen vorbeigekommen. Man hat wohl auch ein tiefes Grollen aus der Finsternis gehört, das wohl Bahamut selbst gewesen ist. Andere haben den verfluchten Zauberkönig Mordor an Bord ihres eigenen Schiffes gesehen. Der wurde dann wohl aber auch totgeschlagen. Ja, also dieses ganz übliche an Gerüchten, an Geheimnissen, die ausgetauscht werden. Ja, also Zulamin sucht auch gar nicht so sehr nach festen Informationen, sondern für sie ist wichtig, dass diese Masse an Menschen für sie ein Gesicht bekommt. Also dass sie versucht, sich selbst ins Gedächtnis zu rufen, dass das halt nicht nur Zahlen sind und Leute, die ihr die Haare vom Kopf fressen, sondern dass das Einzelschicksale sind. Und deswegen hört sie sich auch teilweise völlig belanglose Gespräche an, eben um auf einer persönlichen Ebene einen Bezug zu dem Ganzen zu kriegen. Ja, eins der Gespräche scheint dir wohl besonders interessant zu sein. Und während du dann gerade irgendwie vor der Effertschenke stehst, kannst du sehen, wie da wohl ein altes Mütterchen um die 70 mit einer sehr jungen Dame spricht, um die 20. Und im Verlauf des Gesprächs wird dir wohl klar, dass das Baronin und Vögtin sind, die wohl gemeinsam aus Ilso aufgebrochen sind. Yara Dana von Joffrin Tama und Jana Felarben.